einen der pünktlichsten Hauptbahnhöfe Deutschlands, den in Stuttgart. Das Projekt Stuttgart 21 sieht er sehr skeptisch. Weil das alles große Nachteile bringen wird. Der Bahnhof hier mit seinen 16 Gleisen soll in die Tiefe gelegt werden mit nur 8 Gleisen. Das bringt Verluste bei den Anschlusszügen, die nicht mehr vorhanden sind. Das bringt Probleme beim Zugang zum Bahnhof. Rechts ein Tunnel, links ein Tunnel. Bei Störungen und Unfällen ist das alles in der Tiefe nicht mehr beherrschbar. Und darum geht's. Aus dem Stuttgarter Sackbahnhof soll eine unterirdische Durchgangsstation werden. Darüber soll auf mehr als 1 Million Quadratmeter eine zweite City entstehen. Nach einem internen Bericht des Bundesverkehrsministeriums handelt es sich bei Stuttgart 21, Zitat, vorrangig um ein städtebauliches Projekt. Trotzdem gilt es offiziell als Bahnprojekt. Und so müssen Steuerzahler in ganz Deutschland für Stuttgart 21 aufkommen. Die Kosten steigen und steigen. Beim Start der Rahmenplanung 1995 wurden die Baukosten mit 2,5 Milliarden Euro angegeben. 2007 lag die Kalkulation bei 2,8 Milliarden Euro. Die Finanzierungsvereinbarung im April 2009 ging von 3,1 Milliarden Euro aus. Nur 8 Monate später, im Dezember, liegt der Finanzbedarf schon bei 4,1 Milliarden Euro. Hinzu kommen noch 440 Millionen Euro Risikovorsorge. Doch das ist nicht alles. Stuttgart 21 ist verknüpft mit einer geplanten Hochgeschwindigkeitsstrecke über die Schwäbische Alb bis nach Ulm. Kostenpunkt nochmal 2 Milliarden Euro. Problem außerdem, die Hälfte der 120 Kilometer langen Strecke soll mit Tunneln durch schwierige Kalkgebirge führen. Experten fürchten eine weitere Kostenexplosion. Stuttgart 21, augenblicklich von der Bahn mit 4,5 Milliarden angegeben, wird bestimmt, wir haben sehr seriös und korrekt und gründlich gerechnet, auf über 8 Milliarden bei der Fertigstellung 2020 kommen. Hinzu kommen die Schwierigkeiten mit dem Untergrund, Baugrund Stuttgart, Talgrund und der Strecke nach Ulm, Gipskäuber, sodass man also nur sagen kann, fahrlässig, grob fahrlässig, unzumutbar, der Steuerzahler wird die Zeche zu bezahlen haben. Auch der Bundesrechnungshof hat das Projekt geprüft. Ergebnis: Allein für den Bahnhof Stuttgart 21 fehlen 1.200 Millionen Euro und für die neue Bahnstrecke weitere 1.200 Millionen Euro, macht 2.400 Millionen, also 2,4 Milliarden Euro. Trotz des Milliardenlochs feierte Bahnchef Grube gemeinsam mit der Politik schon mal den Baubeginn. Wie können Sie als Bauherr es verantworten, obwohl Sie das Geld nicht zusammen haben, jetzt den Baustart zu beginnen? Ich weiß gar nicht, wieso Sie mir so eine dreiste Frage stellen können. Woher wissen Sie, dass wir das Geld nicht zusammen haben? Das sagt der Bundesrechnungshof. Sie sagen, Ihnen fehlen mindestens 1,2 Milliarden Euro. Dann reden Sie doch mit dem Bundesrechnungshof. Ich glaube, Sie gehören auch zu den klugen Leuten, die wissen, dass was geschrieben wird. Erstens kenne ich das nicht. Zweitens, wir haben 4,0... Sie kennen den Bericht des Bundesrechnungshofs nicht? Darf ich da ausreden? Wir haben 4,088 Milliarden jetzt veranschlagt für die Kosten. Der Gesamtrahmen sind 4,526 und ich werde alles machen, dass wir in diesem Rahmen bleiben. Der Bahnchef scheint den Bericht der obersten Rechnungsprüfer der Republik nicht zu kennen. Der Stuttgarter Oberbürgermeister Wolfgang Schuster kennt ihn auch nicht. 1,2 Milliarden mindestens fehlen allein fürs Bahnhofsprojekt. Hinzu kommen eine weitere Milliarde, die fehlt für die Neubaustrecke nach Ulm. Es gibt klare Beschlüsse des Bundes dazu. Das wird insoweit, weiß ich nicht, aus welcher Zeit dieses ist. Das ist der Bundesrechnungshof von 2008. Da müssen Sie den Bund fragen. Bahnchef Grube vertraut lieber seinem Projektleiter Hanni Aser. Der war schon für den Bau des Berliner Hauptbahnhofs verantwortlich. Auch dort liefen die Kosten aus dem Ruder. Da, meine Damen und Herren, habe ich sehr viel Vertrauen und darf hier an der Ecke auch Hanni Aser meine persönliche Wertschätzung zukommen lassen. Denn er ist nicht nur ein Funskerl, ein toller Kollege, sondern er ist der Profi. Und deshalb, meine Damen und Herren, bin ich sehr optimistisch, dass wir den Kostenrahmen auch einhalten werden. Gut 4 Milliarden Euro sind jetzt veranschlagt. Würden Sie sich dafür verbürgen, dass dieses Geld reicht? Wissen Sie, das Wort verbürgen, ja, ist nicht so gut eigentlich. Das heißt, es wird teurer? Nee, wer sagt das denn? Der Bundes-
Bundesrechnungshof sagt, dass es teurer wird. Ich kenne den Bericht noch nicht, tut mir leid. 1,3 Milliarden Euro sogar fehlen angeblich. Also das weiß ich nicht. Ich kenne den Bericht nicht. Geben Sie mir die Gelegenheit, das zu lesen. In dem Bericht ist noch mehr zu lesen. Für das Unternehmen Deutsche Bahn AG lohnt sich Stuttgart 21, denn es hat sich die Erlöse aus den Grundstücksverkäufen vertraglich zusichern lassen. Sie werden nicht, wie sonst üblich, mit dem Bundeszuschuss verrechnet. Laut Bundesrechnungshof kann die Bahn mit rund 1,4 Milliarden Euro rechnen durch die Grundstückserlöse. Die Bahn selbst muss aber nur gut 1,1 Milliarden für das Projekt zahlen. Auch dazu Nachfrage beim Bahnchef. Herr Grube, 1,4 Milliarden Euro verdient die Bahn hier an den Grundstücksgeschäften, sagt der Bundesrechnungshof. Das sagt der Bundesrechnungshof. Ich weiß gar nicht, wo Sie die Papiere her haben. Die 1,4 Milliarden habe ich noch nie gehört. Diesen Bericht kennen Sie nicht. Vielleicht schauen Sie mal drauf. Nee, darf ich Ihnen das zitieren, Herr Grube? Das ist Quatsch. Wissen Sie was? Ich lasse mich doch jetzt hier von Ihnen nicht in diese Falle hinein. Das ist doch eine ganz billige Fragestunde, die Sie jetzt versuchen hier zu initiieren. Nicht mit mir. Niemand nimmt den Bericht des Bundesrechnungshofes zur Kenntnis, auch der Verkehrsminister nicht. Eines möchte ich betonen. Dieses Projekt, meine Damen und Herren, ist ein eigenwirtschaftliches Projekt der Deutschen Bahn AG. Auch das sieht der Rechnungshof völlig anders. Zitat: Der Bundesrechnungshof hat festgestellt, dass der größte Anteil durch den Bund zu tragen sein wird. Deshalb sollte auch der Bund entscheiden, ob und in welchem Umfang das Projekt umgesetzt wird. Demnach hätte der Bundestag entscheiden müssen. Beschlossen aber wurde Stuttgart 21 in Baden-Württemberg. Hier kann sich die Bahn auf eine große Koalition verlassen. Sprecher von Stuttgart 21 ist Landtagsvizepräsident Wolfgang Drexler, SPD. In seinem Beirat sitzt auch Ex-Ministerpräsident Lothar Späth. Der ist heute auch Aufsichtsratschef beim Tunnelbohrmaschinenhersteller Herrenknecht. Das Unternehmen hat 70.000 Euro an die CDU gespendet und erhofft sich Aufträge durch Stuttgart 21. Im Beirat auch Ex-Ministerpräsident Oettinger. Er hat kürzlich der Stuttgarter Immobiliengröße Rudi Häusler das Bundesverdienstkreuz angeheftet. Auch Häusler sitzt im Beirat für Stuttgart 21. Und bei Häusler war Bahnchef Rüdiger Grube vor Jahren mal geschäftsführender Gesellschafter. So schließt sich das Milliardennetzwerk.